Herzlich willkommen zu einer neuen Spielvorstellung. Diesmal habe ich ein Spiel von Rio Grande Games für euch, ein weiteres Eurogame und zwar Space Station Phoenix, das ich auch schon länger vorbestellt habe. Also ein ganz neuer Titel jetzt für 2 bis 4 Spieler. 30 Minuten pro Spieler soll das Ganze dauern und ab 14 Jahren. Ja, ihr seht hier ein sehr schönes Cover, Autor Gabriel J. Cohn. Und in diesem Spiel geht es darum, dass ihr eine Space Station aufbaut, eine Raumstation, in der Aliens dann auch sich ansiedeln wollen und auch Schiffe dazu mitbringen natürlich. Die kommen mit Schiffen und ihr könnt die Schiffe thematisch natürlich auch ausschlachten, um deren Metalle zu verwenden, um die Raumstation auch größer zu machen. Ja, also ihr versucht durch thematisch gemeinte Expeditionen mit euren Aktionen Stahl auch zu sammeln, beziehungsweise Metalle zu sammeln, aber Hauptaugenmerk ist auch, diese Alienschiffe zu zerstören und damit die Raumstation zu vergrößern. Ja, ein klassisches Optimierungsspiel, in dem ihr eine ganz kleine Engine-Builder-Mechanik drin habt, aber im Endeffekt ein wirklich ganz reinrassiges, klassisches ich setze ein, nehme Ressourcen, kaufe etwas davon Spiel. Ja, das ist Space Station Phoenix und ich hoffe, dass euch beziehungsweise dass ihr einen guten Überblick jetzt bekommt durch meine Spielerklärung, wie denn das Spiel funktioniert, beziehungsweise wie es abläuft und dass euch das natürlich auch bei der Kaufentscheidung dann helfen kann. Ja, da gibt es natürlich auch ein sehr spannendes Fazit dazu, ein sehr ausführliches Fazit. Da lege ich euch ans Herz, auch bitte reinschauen. Wird sicher sehr interessant, was ich da alles zu sagen habe. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wie immer auf den Spieltisch und sehen uns das Ganze mal an, wie es funktioniert. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich. So, hier seht ihr auch schon das Spiel aufgebaut und für 2 Spieler das Ganze natürlich hergerichtet. Ja, den zweiten Spieler könnt ihr aus Platzgründen natürlich jetzt nicht sehen, aber ich erkläre euch natürlich wie immer, was ihr hier alles seht und wie man das Spiel aufbaut. Ja, zunächst seht ihr hier drüben sozusagen das Fraktionsboard. Es wird einfach hingelegt und eure Anzeigesteine darauf. Dann haben wir ein neutrales Aktionsboard, Anbauteile für unsere Raumstation, natürlich eine Fläche, in der wir würfeln können und wir haben hier ein Board mit verfügbaren Aliens. Das ist schon mal ganz cool. Dadurch variiert das Spiel ein bisschen beim Aufbau, denn wir sehen hier, wir haben unterschiedliche Alienfarben, ja, goldene, rosa, türkis, braune Aliens oder auch eben diese Menschen. Und man wirft alle Ressourcen, also alle Aliens, die man hat, in diesen schwarzen Beutel und zieht dann je nach Spieleranzahl eine Gesamtzahl aus diesem Beutel und verteilt die Farben dann auf den einzelnen Feldern. Ja, also wie gesagt, die würden alle in diesem Beutel zusammengemischt. Man zieht dann 50 raus und verteilt sie auf die Plätze. Ja, dann seht ihr hier die Raumschiffe. Das sind sozusagen eure Einsatzfelder, mit denen ihr Aktionen aktivieren könnt. Eure Spielaktionen quasi. Da wird auch ein Draft-Verfahren angewendet. Ja, wir haben hier Stufe 1 Schiffe, Stufe 2 und Stufe 3 Schiffe, ja, Stufe 3 und Stufe 2 hier in diesem Fall. Und je nach Spielanzahl wird da natürlich eine unterschiedliche Anzahl vorher ausgelegt, wird ausgedraftet. Draften heißt, ihr wählt abwechselnd von einer bestimmten Anzahl an Karten aus und habt dann sozusagen euer eigenes Einsatzboard quasi selber hergerichtet für das Spiel. Das ist schon mal ein sehr schönes Element. Ja, dann bekommt ihr natürlich ein Spielbrett mit eurer Basis dazu. Es gibt sehr viele unterschiedliche Basen in diesem Spielart. Wir haben da richtig eine fette Auswahl an diesen Basisteils, die unterschiedliche Fähigkeiten aufweisen, Einkommensfähigkeiten während des Spiels, Fähigkeiten oder Spielendefähigkeiten. Also es gibt natürlich auch Teile, die haben keine Spielendefähigkeiten. Da müsst ihr dann natürlich während des Spiels sehr viele Punkte sammeln und so weiter und so fort. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele. Und ein Hinweis gleich dazu: Es gibt hier, wenn ihr die erste Version habt, auch etwas mit Druckfehler zu berichten. Und zwar diese beiden Teile hier haben Druckfehler.
Hier zum Beispiel würde das nicht für goldene Aliens zählen, sondern für braune Aliens. Ja, er macht da einfach nur ein Quadrat draus. Ich habe das jetzt nicht aufgezeichnet. Kann man mit einem Stift machen und so. Also die zwei Teile B6 und B7 haben einen kleinen Druckfehler. Nichtsdestotrotz, ihr wählt eure Basis. An der Rückseite der Basis steht, was wir als Einkommen, als Start, als Einkommen sage ich, als Start Ressourcen bekommen. Und zwar 20 Kristalle und 7-mal Stahl. Ja, oder Metall in dem Fall. Und zusätzlich noch zwei beliebige Schritte auf der Rufleiste. Ja, dann drehen wir das Ganze um, unser Basisteil, und das ist jetzt der Bereich, wo wir die Raumstation dann ausbauen werden mit diesen Ausbaustufen. Und jeder Spieler bekommt dann noch, das ist auch sehr löblich, hier sehr schöne Übersichtsboards. Ihr seht hier die Anleitung und auch mehrfach vorhanden. Ja, Quick Guide seht ihr hier, Scoresheets kann man sich kopieren und eine Übersicht für alle Teile nummeriert in diesem Spiel, damit man, wenn Fragen aufkommt, das auch lösen kann mit diesen Sheets. Sehr, sehr cool gemacht. So, in dem Spiel geht es jetzt natürlich darum, dass ihr eure Basis ausbaut. Das heißt, wie endet das Spiel, wollen wir gleich am Anfang wissen. Spiel endet, wenn, also sofort, wenn ein Spieler seine komplette Basis aufgebaut hat. Ja, das heißt, er hat an jeder dieser drei Seiten drei Stufen angelegt, also 9 Teile gebaut. Dann darf jeder Spieler noch einen Zug durchführen, dann ist das Spiel zu Ende. Oder es hat ein Spieler 40 Siegpunkte, dann ist das Spiel auch zu Ende. Oder es sind 4 oder weniger Aliens, also nicht Menschen, ja, sondern Aliens hier auf diesem Spielbrett, dann wird das Spielende auch ausgelöst. Ja, und dann werden klassischerweise Punkte zusammengezählt. Ja, und wie spielt sich das Ganze? Beziehungsweise ich zeige euch noch ganz kurz die Ressourcen, die es hier gibt. Wir haben hier Wasser, also es sind sehr viele Tokens und Holzsteine hier drin. Wasser, Pflanzen, dann haben wir natürlich einzelne Kristalle, die es auch Unterteilungen gibt, hier in 5er und 10er, sehr schön gemacht. Und natürlich noch Metall, auch hier in 5 und 1er Stücke. Ja, und dann kommen wir zum Spiel. Ablauf. Es ist generell so ein Spiel, ihr habt einen Worker, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ich erkläre euch das Ganze jetzt so mal, so 2 Minuten mal eine ganz grobe Übersicht, damit ihr wisst, was euch erwartet. Ja, es ist ein Spiel mit einem einzigen Arbeiter. Dieser Arbeiter wird hier auf die Schiffe gesetzt, wird die Aktion dann durchgeführt, wenn ihr die Aktion bezahlt habt, und dann müsst ihr ein Schiff wählen, an dem sich noch keine Kristalle befinden, wenn ihr wieder an der Reihe seid und könnt dann auch wieder eine Aktion durchführen, wenn ihr die Aktion bezahlt. Wenn ihr das nicht machen könnt, aus irgendeinem Grund oder nicht machen wollt, dann könnt ihr, was wir auch von anderen Spielen kennen, natürlich eine Rückzugaktion machen. Das heißt, ihr nehmt einen Anzeigemarker weg vom Brett, löscht alle Kristalle und bekommt dann euer Einkommen. Mit diesen Kristallen könnt ihr dann auch diese Anbaustufen bauen und somit natürlich das Spiel vorantreiben. Und jetzt gehen wir ins Detail. So, wie ich vorher schon erklärt habe, wir haben zwei Optionen. Option A, wir setzen den hier ein, ja, unseren Anzeigemarker, und lösen eines der Aktionen der Schiffe durch. Oder Option B, Einkommen. Wir bleiben natürlich bei der Aktionsübersicht, und jetzt ganz simpel gesagt, um so eine Aktion durchzuführen, ist es wirklich total einfach. Hier in diesem Fall ein Schiff. Das hat die Kosten von 5. Ja. Ich zahle 5, also die linke Zahl, 5 Kristalle auf dieses Schiff von meinem Vorrat und kann dann diese Aktion aktivieren und würde dafür jetzt 5 Pflanzen bekommen. Jetzt sehen wir auf der rechten Seite auch eine Zahl. Ja, das ist die Zahl, wenn der Gegner euer Schiff benutzt. Ja, das ist also auch ein Spiel, in dem man bei dem Gegner einsetzen kann. Und wenn jetzt meine Frau sagt, okay, sie will jetzt dieses Schiff hier benutzen, natürlich, das kann man nicht mehr benutzen, weil schon Kristalle drauf liegen, dann müsste sie jetzt 2 zahlen, um die Aktion zu aktivieren, und einen Kristall müsste sie, also nicht vom Vorrat, natürlich von ihrem Vorrat, einen Kristall müsste sie mir geben. Ja, als Bezahlung dafür, dass sie mein Schiff genutzt hat.
So mal die Aktionen durchführen. Und jetzt gehen wir natürlich in das Thema rein, wie viele oder welche Aktionen gibt es denn in diesem Spiel überhaupt? Das ist gar nicht schwierig. Ihr seht auch hier eine Aktionsübersicht, was ihr hier alles machen könnt. Ja? Und da seht ihr die Einkommenssachen und das, was hier auch passiert während oder nach der Einkommensphase, beziehungsweise seht ihr hier auch, was passiert, wenn ihr die blaue Aktion durchführt, hier, wenn ihr die grüne Aktion durchführt. Und ich würde sagen, wir zeigen das natürlich auch an den Schiffen vor. Je nachdem, was ihr natürlich ausgewählt habt, bei den Schiffen habt ihr unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten. Ihr habt schon gesehen, das ist ein Schiff, das gibt mir wirklich ganz simpel einfach nur mal 5 Pflanzen. Wenn der Gegner natürlich 7 zahlt insgesamt, setzt er sich rein, zahlt 5 Ressourcen und ich kann es eine längere Zeit nicht benutzen wahrscheinlich. So, dann gibt es natürlich hier dieses Schiff. Kostet 2 Kristalle, eins für den Gegner. Das erlaubt mir 3 Tauschaktionen zu machen. Und um das auch ein bisschen näher zu zeigen, nehmen wir das Brett meiner Frau. Und die Tauschaktionen sind alle hier abgebildet. Ja? Ich könnte zum Beispiel für eine Aktion eine Pflanze und ein Wasser zahlen und bekomme einen beliebigen Alien. Ich kann aber einen Kristall dazu zahlen. Ja? Pflanze, Wasser, Kristall bekomme ich einen. Ja, goldenen Alien, der als Joker fungiert, der hat jede Farbe. Ich könnte auch 2 beliebige Ressourcen gegen eine beliebige Ressource tauschen oder für 3 Kristalle eine beliebige Ressource nehmen. Und das Ganze kann ich eben dreimal machen. Ja, also drei, auch mehrmals dieselbe möglich. Wenn ich ein Alien bekomme, gleich dazu, ja, wir haben im Laufe des Spiels Anbaustufen und diese Anbaustufen sind dann Felder, die wir füllen mögen, weil wir am Spielende dafür Punkte bekommen und weil wir in der Einkommensphase dann auch noch zusätzlich Einkommen generieren können. Ja. Und wenn ich da jetzt sowas angebaut habe, ich greife da natürlich jetzt schon vor, könnte ich jetzt zum Beispiel für diese Tauschaktion einmal Pflanze, einmal Wasser abgeben. Oder beziehungsweise ich besitze natürlich jetzt noch gar kein Wasser, dann könnte ich 3 Kristalle in den Vorrat geben für eine Tauschaktion. Kaufe mir ein Wasser. Ja, und jetzt könnte ich ein Wasser und eine Pflanze abgeben. Das wäre dann die zweite Aktion. Sozusagen gebe ich das im Vorrat zurück und nehme mir jetzt das zugehörige Alien. In diesem Fall das türkise Alien. Ja, das ist wichtig. Ihr könnt kein rosa in ein türkises Feld setzen und umgekehrt natürlich auch nicht. Diese goldenen Aliens natürlich haben überall Platz, genauso wie die Menschen. Dazu aber dann später noch mehr. Also ich nehme also dieses Alien und setze es von links nach rechts in den ersten Platz hier ein. Lassen wir das mal. So, das wäre die Tauschen- bzw. Kaufen-Aktion hier. Ja, dann gibt es noch eine Aktion, die ist wirklich auch total einfach. Und zwar sehen wir hier drüben, ja, ich sage jetzt mal so die Politik-Aktion. Ich merke mir den Namen meistens nie. Diplomatie, ja, Diplomatie-Aktion. Wenn ihr das macht, könnt ihr hier eure Stufe an der Diplomatieleiste erhöhen. Ja, da gibt es unterschiedliche Fraktionen, 4 an der Zahl. Und wenn ich den angegebenen Betrag zahle, kann ich eine Stufe höher rücken. Ihr seht, hier kostet mich eine Stufe 2. Ja, Stufe 2 kostet mich 2, bezahlen in den Vorrat und nach oben. Meine Basis hat eine Spezialfähigkeit, sie erlaubt mir diese Aktion um 2 billiger durchzuführen. Das heißt, ich müsste ja nicht bezahlen, könnte einfach nach oben rücken. Und ich habe noch eine Fähigkeit, wenn ich hier einen Schritt nach vorne mache, dann würde ich einen Siegpunkt bekommen. Ja, alle diese Portale hier oder diese Galaxien oder was das sein soll, geben euch einen Siegpunkt oder sind Siegpunkte. Ja, das heißt, ich bin schon prädestiniert dafür, hier an dieser Leiste voranzuschreiten, definitiv. Dann kommen wir zu dieser Aktion hier drüben. Und das wäre jetzt das Sammeln von Ressourcen. Also eine Terraner-Expedition. Es ist quasi eine Expeditionsgruppe, die jetzt etwas entdeckt. Und dann seht ihr auf der linken Seite abgebildet, wie viele Würfel ihr werfen dürft. Und auf der rechten Seite die 5 hier, also hier 8,
und auf der rechten Seite die 5, wie viel davon könnt ihr denn mitnehmen nach Hause? Ja, dann nimmt man hier einfach die angegebene Anzahl an Würfel, 2, 4, 6, 8 Würfel und würfelt diese. Das ist ein cooler Mechanismus, muss man schon sagen. Ihr dürft euch jetzt 5 davon aussuchen, die ihr mitnehmen dürft. Ja, ganz banal gesagt, Stahl nimmt man sowieso immer mit, weil es das Wertvollste ist. Oder ja, Stahl, Metall. Und in diesem Fall würde ich 2 Metall, einmal Pflanze, zweimal Wasser aus dem Vorrat bekommen. Es gibt aber auch hier das Menschensymbol. Und für jedes Menschensymbol, das ihr mitnehmt, könnt ihr entscheiden, ob ihr Siegpunkte bekommt oder ob ihr euch dafür einen Mensch kauft. Und das sehen wir an dieser Aktion hier drüben. Ja, also für jeden Würfel kann ich diese Aktion durchführen. Entweder einen Siegpunkt nehmen oder einen Mensch kaufen. Ein Mensch kostet Pflanze, Wasser plus Metall und dann bekommt ihr so einen Mensch. Metall deswegen, weil die haben Raumanzüge an und sind ja Lebensformen, die dann quasi überall auf der Station leben können und könnte diesen Mensch jetzt beliebig einsetzen auf eine beliebige, ja, auf einen beliebigen Raum. In diesem Fall würde ich ihn dann wahrscheinlich hier absetzen. So, jetzt habt ihr gesehen, Menschen sind genauso wie diese Joker-Aliens, die kannst du überall reinsetzen. Sie haben nur ein bisschen andere Kosten, um diese zu bauen, beziehungsweise braucht ihr die Würfel dafür. Sie sind teurer, ne, weil sie Ausrüstung brauchen. Ja, so viel dazu. Noch eine kurze thematische Info. Ja, also diese Joker-Aliens, die sind ja anaerob, das heißt, sie atmen gar nicht und können ja von daher auch in jeder dieser Räume an der Station farbunabhängig natürlich leben. Ja, das war die Explorer-Expedition. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Ressourcen nehmen, Siegpunkte oder Menschen kaufen. So, dann nächste Aktion wäre hier drüben einen Basisanbau durchführen. Ja, Basisanbau durchführen ist auch im Prinzip ganz einfach. Wir haben hier die Kosten einer Anbaustufe, in diesem Fall 5. Ja, dann zahlt ihr dieses 5 Metall in den Vorrat natürlich zurück und baut es in eure Basis ein. In diesem Fall kann ich es nicht mehr bauen. Ihr könnt jede Farbe, jede Stufe nur einmal haben und müsst die Stufen auch ja, in der gleichen Farbe einbauen. Das hier kostet 5, baue ich jetzt hier an. Manchmal gibt es noch Soforteffekte, wie hier zum Beispiel an der letzten Stufe. Wenn man dieses Gebäude baut, bekommt man hier dann eine sofortige Belohnung. Also diese Anbaustufe. Im Endeffekt könnte das am Spielende dann natürlich hier so aussehen. Und diese Anbaustufen sind nichts anderes als ein kleines thematisches Engine Building, das man hier betreibt. Genau. Und wir erinnern uns, das Spiel ist zu Ende oder ein Endgame-Trigger von 3 ist, wenn ein Spieler die Basis vollendet hat, was dann natürlich auch cool aussieht irgendwie. So, das ist Anbaustufe durchführen. Und oder kaufen. Und jetzt haben wir noch eine Aktion, und zwar diese Aktion hier drüben. Diese Aktion ist, glaube ich, ein Stufe 3 Schiff. Ja, seht ihr hier ein Stufe 3 Schiff. Und generell diese rote Aktion mit der Säge bedeutet jetzt, ich kann ein Schiff opfern. Ja, ihr habt richtig gehört, ich kann ein Schiff opfern, denn thematisch macht es auch Sinn, die Aliens reisen an, du verwertest ihr Schiff, entfernst es sozusagen aus dem Spiel und bekommst dafür den Metallwert, der in der Mitte hier abgebildet ist. Ja, dieses Kolonieschiff oder dieses Erkundungsschiff der Menschen würde mir sofort 8 Metall bringen. Ja, werde ich aus dem Spiel entfernen, das gibt es dann nicht mehr, nehme mir 8 Metall aus dem Vorrat. Jetzt denkt ihr euch am Anfang mal, hey cool, ja, das ist doch gar keine so, das ist irgendwie so eine coole Idee, dass man das gemacht hat. Ja, bekommt man relativ schnell das Metall, um sich hier auch relativ schnell etwas Teures kaufen zu können, aber dafür fehlen euch die Einsatzpunkte, was dann wiederum dazu führt, dass ihr beim Gegner einsetzen müsst. Ja, und das sind jetzt die Hauptaktionen, die ihr hier gesehen habt, die man mit seinem quasi Arbeiter
durchführen kann. Und vielleicht habt ihr schon ein bisschen erahnt, ihr müsst, es ist ein Managerspiel, in dem ihr eben versucht, irgendwie die Ressourcen zu sammeln, vor allem hier das Metall, damit man hier Anbaustufen durchführen kann oder Aliens kaufen kann, um diese einzusetzen. Mehr machst du da nicht. Ja, also primär ist euer Ziel Aliens kaufen, denn ohne denen geht es nicht, und Anbaustufen durchführen. Dieses hier auf dem Rufbord ist meistens dann natürlich noch eine Nebensache, die man macht. Man bekommt da auch was dafür, dazu dann gleich mehr. Aber es kommt auch darauf an, welche Basis man hat. So, und das Wichtigste jetzt auch noch dazu, egal welche Aktion ihr gemacht habt, jede Aktion wird dann dieses Rufboard aktivieren und jeder Spieler bekommt dann etwas davon. Jetzt nehmen wir mal an, es würde so aussehen. So, und ich mache jetzt, oder irgendein Spieler macht die Aktion Tauschhandel. Dann passiert Folgendes. Man bekommt eine Belohnung basierend darauf, wo sich der Anzeigemarker besteht. Ja, grün in diesem Fall ich darf einen Kristall nehmen. Warum darf ich nicht dasselbe Feld nehmen? Das darf nur der nehmen, der alleiniger Führer ist. Ja, das heißt, gelb ist vor mir. Der Einzige, der auch auf Platz 1 ist, der könnte jetzt wählen, einen Siegpunkt zu nehmen oder zwei Kristalle oder einen Kristall. Würde ich auf derselben Stelle stehen, dann dürften wir beide entweder zwei Kristalle nehmen oder einen Kristall. Das macht das Rufboard. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Pflanzenaktion mache, die gibt es hier nicht auf den Feldern, passiert natürlich keine Politikaktion, aber hier bei dem Verwerten eines Raumschiffs natürlich gibt es genau das gleiche wieder an Belohnungen. Hier oben darfst du dir dann zweimal was nehmen, was es auf der Unterseite gibt. Also auch ganz einfach Stahl, Siegpunkte oder Kristalle. Und das muss man aufpassen, ja, wenn ihr, vor allem wenn ihr zu viert spielt, dann können die Spieler dann, wenn du die Aktion selber gerade durchführst, auch gleich ihre Rufaktionen durchführen und sich holen, was sie brauchen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen natürlich. Ja, und das ist jetzt quasi der Abschluss von dieser Aktionsmechanik. Jetzt kommen wir zur zweiten Option, die ihr habt, Einkommen generieren. Ja, irgendwann kommt ihr drauf, ich habe keine Kristalle mehr, um diese Aktionen zu bezahlen. Oder ich kann generell eigentlich nirgends mehr einsetzen, weil alle Einsatzfelder voll sind. Ja, das kann ja auch passieren, dass du nirgends mehr einsetzen kannst. Oder aus taktischen Gründen willst du schon etwas früher diese Einkommensaktion durchführen, dann kannst du natürlich Einkommensphase triggern. Aber wenn du es aus taktischen Gründen machen willst, musst du weniger als 7 Kristalle in deinem Vorrat haben. Ja, ist natürlich aus Balance-Gründen so gemacht. Ich kann nicht Einkommenszug machen, dann abgreifen und nächste Runde wieder Einkommenszug machen. Nein, das geht nicht. Du musst schon etwas ausgeben, damit du wieder auf 7 oder weniger kommst, dieser Kristalle. Ja, ist das der Fall? Also ist alles gegeben aus taktischen Gründen. Ich habe jetzt in diesem Fall 6 Stück. Ja, könnte natürlich Aktionen durchführen, aber ich sage nein, okay, ich will jetzt noch mehr anhäufen, mache ich Rückholaktion. Dann werden alle Kristalle von den Schiffen entfernt, die werden also wieder frei, auch für die anderen Spieler, in den Vorrat gegeben. Und danach dürft ihr euer Einkommen generieren. Ja. Vor allem, was ihr aufpassen müsst, ist, es gibt auch neutrale Schiffsaktionen. Ja, wenn ihr euch hier draufstellt, dann kann man die Aktion nicht mehr durchführen. Und das sind Aktionen, die ich vorher erklärt habe von den Karten. Unterschied ist halt nur, ja, wenn du da drauf bist, dann stehst du da. Die sind aber auch viel teurer. Und die verschwinden auch nicht, ja, die sind immer wieder da. Also wie gesagt, Einkommen, du holst dir den Action-Marker zurück, du holst dir hier den neutralen Schiffsmarker zurück, das ist nämlich der hier. Ja, du setzt nicht deinen Hauptmarker drauf, sondern einfach einen zweiten Marker, der nur für dieses Board gedacht ist. Der kommt eben zurück. Ja, alle Kristalle weg und dann kommt dein Einkommen. Und das Einkommen wird bestimmt durch diese Hand mit dem Kristall drauf. Ihr seht das hier auch.
Ich halte das nochmal in die Kamera. Ihr seht hier Kristall mit Hand und Orange. Ja, also Orange ist generell etwas, was in Einkommensphase oder in der Einkommensaktion sich aktiviert. Und dann sehen wir hier das Symbol Karten, Schiffe. Also ich bekomme Kristalle, so viele Schiffe wie ich habe. Ja, in diesem Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6 dürfte ich mir 6 Kristalle holen. So. Dann geht es noch weiter. Ich habe noch einen Einkommensbonus. Ich kann in der Einkommensphase nochmal eine Politikaktion durchführen. Ja, muss aber die Kosten hier bezahlen. Das zählt aber nicht als Schiffsaktion. Ja, das heißt, wenn ich das hier machen würde, steigere den Ruf, wäre das keine Aktion, die irgendwas anderes auslösen könnte im Endeffekt. Aber es ist halt eine Aktion ohne den Meeple verwendet, ohne den Schiff verwendet zu haben. Das heißt, ich könnte auch sagen, okay, ich könnte auf das Schiff hier verzichten, opfere es, bekomme 6 Stahl, weil ich sowieso in der Einkommensphase dann vorangehen würde. Würde aber dann natürlich ein Schiff weniger besitzen. Das muss man dann schon planen. Ja, also alle Einkommenseffekte werden hier aktiviert. Es gibt da durchaus unterschiedliche. Ihr seht das auch hier zum Beispiel. Ja. Also, das ist natürlich auch toll. Oder, wo gibt es noch ein paar? Da hier seht ihr auch noch unterschiedliche. Der kann sich eine Ressource aussuchen, plus Einkommen von seinen Schiffen dazu. Hat auch einen Endgame-Trigger, also quasi eine Art Auftrag, die er durchführen kann. Also, da gibt es schon ein paar unterschiedliche Sachen, die man machen kann. Ja, und habt ihr das durchgeführt, ist im Endeffekt dann, habt ihr nur noch zwei Sachen, die ihr machen könnt, und zwar die Aliens. Ja, jetzt nehmen wir mal an, wir haben da schon mal ein paar Aliens gebaut. Ich werde euch das natürlich dann nochmal kurz, eine Kurzübersicht nochmal darstellen. So, also nochmal als erster bekommen wir die Ressourcen pro Schiffe und dann bekommen wir die Ressourcen oder Ressourcen von Basis natürlich und dann bekommen wir die Ressourcen von dem hier. Generell könnt ihr eigentlich diese Ressourcen auch in beliebiger Reihenfolge natürlich aktivieren, wie ihr sie bekommt, wenn es Sinn macht. Und wir sehen hier, ein Alien lebt hier in diesem Raum, der generiert mir einen zusätzlichen Kristall. Hier lebt auch ein Alien, darunter gibt es kein Feld, das er aktiviert, da passiert nichts. Hier haben wir zwei Aliens, ja, das heißt, ich habe hier diesen Raum erreicht, bekomme ich nochmal einen Kristall. Und das jede Runde. Wenn ich dann irgendwann hier bin, ja, hier zum Beispiel, und ihr seht, so viele dieser Aliens gibt es gar nicht. Ich habe jetzt die falsche Farbe genommen, also um das mal natürlich richtig darzustellen. Aber ihr seht schon, von den türkisen Aliens gibt es gar nicht mal so viele. Und das ist natürlich zufallsbasiert am Anfang. Und wer da zuerst kommt, der malt zuerst, wie man so schön sagt. Ja. So. Und in diesem Fall wird ein Kristall bekommen plus einen Siegpunkt. Jetzt setzt ihr immer mehr Aliens rein. Ja, bekommt ihr dann natürlich in jeder Einkommensphase immer mehr. Der Nachteil daran ist, ich bin ja nicht so geflasht von dem Spiel, es wird ein bisschen eintönig. Ja, also mit solchen Anbaustufen. Es gibt welche, die geben dann natürlich dann noch mehr Fähigkeiten, wie zum Beispiel diese hier. Immer wenn du ein Alien einsetzt, bekommst du einen Kristall dafür. Ja. Aber dafür muss ich auch das Feld hier erreicht haben. Ihr seht, hier bekomme ich gar nichts die ersten 4 Mal, aber wenn ich dann hier am Ende bin, bekomme ich Siegpunkte. Ja. Und das kommt natürlich darauf an, wie viele, also das ist ein Teil, das hatten wir auch letztens. Du bekommst Siegpunkte basierend auf die Anzahl, wie viele dieser Steine du in der Rufleiste hier oben hast. Ja, also wenn minus 1, wenn du jetzt 2 hier oben hast, also so und so, minus 1 wäre natürlich 1, ja, weil dann einen Siegpunkt. Wenn ihr 3 oben habt, bekommt ihr 2 Siegpunkte. Wenn ihr 4 oben habt, also alle 4, bekommt ihr 3 Siegpunkte. Total easy gemacht das Ganze. Ja, und so funktioniert Einkommen.
Also nochmal alle Kristalle entfernen, ihr bekommt Kristalle pro Schiff, das hier, ihr bekommt eure Einkommenstrigger, bekommt diese Einkommenstrigger und könnt sie nach Belieben triggern oder aktivieren. Ja, und dann gibt es noch eine Aktion, die wir zu guter Letzt machen können nach der Einkommensphase. Ich kann diese Aliens umsetzen. Und einen Alien umsetzen kostet mich einen Kristall, den ich in den Vorrat zurückgebe und kann ihn dann in ein beliebiges Feld seiner Farbe natürlich setzen, wenn es taktisch oder natürlich strategisch, wenn es wirtschaftlich mehr Sinn macht, so sollte man in diesem Spiel sagen, dann kann ich einfach die umsetzen, bezahle nochmal und habe jetzt hier oben ein Einkommen generiert. Ja, nochmal, diese Menschen könnt ihr natürlich überall hinstellen, die kosten halt ein bisschen mehr, weil man Metall dafür braucht, für die Atmungsgeräte. Und diese goldenen dürft ihr überall hinsetzen. Ja, und das macht man in dem ganzen Spiel. So ist der Spielablauf. Es geht hin und her. Also nochmal zur Übersicht, ihr setzt den hier ein oder macht eine Einkommensphase. Triggert die Aktion, geht die Leiste natürlich vor. Wenn es bestimmt ist, holt euch den Bonus der Leiste und dann ist der andere Spieler dran, macht dasselbe. Generell war es bei uns der Fall, wir haben uns nicht oft beim anderen Spieler reingesetzt. Man macht gerne hier diese Würfelaktionen, aber im Endeffekt ist es doch ein bisschen eintönig. Dazu werde ich im Fazit noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil ich finde, die Politikleiste ist ein bisschen sehr schwach gelöst. Das mit dem Schiffe opfern ist zwar irgendwie cool, hat aber auch seine Nachteile. Ja, generell schon eigentlich ein sehr schönes Optimierspiel, wenn man nicht allzu viele Kombos erwartet. Ja. Aber wie gesagt, schaut im Fazit auch dazu rein. Und ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht, hier zuzusehen, beziehungsweise ihr wurdet gut informiert, bevor ihr euch das Spiel kauft, wie das Spiel funktioniert. Denn das war alles, was zum Sagen gibt und zum Erklären gibt. Ja, ihr macht das so lange, bis einer der Spielende-Trigger drei beziehungsweise neun Anbauteile vor sich liegen haben. Hier vier oder weniger Aliens. Oder einer hat 40 Siegpunkte. Ja. Wie gesagt, Schlusswertung vielleicht noch, das zeige ich euch nochmal hier. Final Scoring gibt es hier. Also Level 1 Teile bringen euch 4 Siegpunkte, Level 2 6, Level 3 10. Also ihr seht schon, je mehr man ausbaut, desto mehr Siegpunkte bekommt man natürlich da schon am Spielende. Dann gibt es natürlich, wer die meisten Aliens in den Basen hat. Man bekommt auch Siegpunkte pro Aliens, die sich in den Basen befinden. Und dann noch Bonuspunkte für eure Basisteile, welche natürlich Spielende-Bonuspunkte hergeben können und pro 20 Ressourcen einen Siegpunkt und jede fünfte Ressource ist auch einen Siegpunkt wert. Ja, das seht ihr alles hier. So wird dann zum Schluss gewertet und dann steht der Sieger wahrscheinlich fest. Das ist das ganze Spiel, Leute, und die ganze Hexerei. Und ich hoffe, dass wir auch beim Fazit dabei seid. Da habe ich einiges zum Sagen. Bis zum nächsten Mal, euer Austrian Board Gamer. Ciao.